Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. LFM Season Pause und ich habe mir mal die Zeit genommen und ein paar Sachen getestet. Unter anderem auch Automobilista. Und Automobilista war ja für mich immer so ein bisschen ein Dorn im Auge, weil ich habe damit so ein, zwei Problemchen gehabt. Ich habe es beim ersten Mal gekauft für, ich glaube, 120 Euro mit Season Pass, muss man dazu sagen, dass man den kompletten Content hat, wo wirklich eine Menge Content drin ist. Und ich hatte leider das Pech, ich konnte meine Häusing-Welt, wollte ich gerade sagen, meine Simocube Wheelbase nicht binden. Das heißt, ich konnte irgendwie nicht so richtig lenken. Das war, glaube ich, anderthalb Jahre her. Und dann hat mir der gute Mavix gesagt, dass das mittlerweile wohl gefixt ist. Und ich habe mir gedacht, ich gucke nochmal rein. Dann habe ich mir also wieder gekauft und wieder installiert und musste leider feststellen, dass ich kein Triple Screen einrichten konnte, weil Automobilista 2 leider das Problem hat, wenn du 4 Bildschirme an der Grafikkarte angeschlossen hast, funktioniert der Ingame Triple Screen Support nicht wirklich, bei dem du alles einstellen kannst, der wirklich sehr, sehr gut ist. Also Chapeau, der von Haus aus mitgebrachte Triple Screen ist, oder die Einstellung für den Triple Screen sind wirklich sehr, sehr geil. Ich habe nur leider zu dem Zeitpunkt ungefähr 2,5 Stunden danach gesucht und gegoogelt, und wenn man nicht wirklich einen Anhaltspunkt hat, wonach man googeln soll, außer Triple Screen funktioniert nicht, findet man sehr, 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 sehr viele Erklärungen, die leider nicht dir sagen, dass der vierte Bildschirm dafür sorgt, dass das von Haus aus leider nicht funktioniert. Und so habe ich sehr lange gebraucht. Und das hat mich sehr geärgert, weil ich möchte meinen vierten Bildschirm, oder ich mochte meinen vierten Bildschirm, muss man in der Vergangenheit sagen, weil mittlerweile ist mir einer kaputt gegangen und ich musste von hier den Bildschirm nach da drüben machen, weil ich hatte glücklicherweise noch einen der Bildschirme, die an meinem Rig dran sind, hier in der Mitte stehen, und habe dann den vierten Bildschirm hierher gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Spiel dann wieder zurückgegeben, weil ich es wirklich nicht cool finde, dass man 114 Euro bezahlt und das halt nicht so nutzen kann, wie man das gerne möchte. Und ich denke, das ist nicht zu viel erwartet, dass man die Bildschirme einstellen kann. Ich habe mir dann aber irgendwann gesagt, du, pass auf, lass uns doch einfach nochmal probieren, weil jetzt ist ja dein vierter Bildschirm sowieso kaputt, und habe es mir jetzt für ein drittes und letztes Mal gekauft, weil ich kann es ja nicht mehr zurückgeben bei Steam, und habe das die letzten Tage mal ausprobiert. Ich möchte trotzdem mal ganz kurz noch einen kleinen Disclaimer ausbringen. Ich persönlich bin kein großer Fan von Nvidia Surround, weil ich damit ein paar Probleme hatte. Falls jetzt wieder die Menschen kommen, ich habe 4 Bildschirme und benutze Nvidia Surround und da geht das. Es freut mich sehr, dass ihr damit keine Probleme habt und dass das für euch funktioniert. Bei mir hat das leider nicht funktioniert, weshalb ich davon abgesehen habe, in allen Spielen Nvidia Surround anzumachen, und regel das entweder über Simple Runtime Window Editor oder die hauseigenen Funktionen von den Games. Automobilista. Was kann man jetzt zu Automobilista sagen? Es ist sehr gut, aber. Und es gibt auch wirklich ein kleines Aber, denn wie sich rausstellte, durch ein bisschen Feedback von Nils Naujux, ist es nun so, dass gewisse Fahrzeuge auf der aktuellen Physik jetzt gerade unterwegs sind und einige Fahrzeuge noch nicht auf der aktuellen Physik unterwegs sind. Und man merkt das schon das ein oder andere Mal, dass das ein oder andere Auto etwas veraltet ist. Was ich total geil finde in Automobilista, ist der Zeitfahrmodus. Und ich finde, das rettet für mich auch persönlich das Spiel extrem. Weil du hast nämlich die Möglichkeit, auf jeder Strecke mit jedem Fahrzeug dich mit Menschen zu vergleichen in einem Ranking. Und du hast auch die Möglichkeit, beispielsweise, wenn jemand dort einen Weltrekord aufgestellt hat, sein Setup zu nehmen und das zu übernehmen und damit dann zu versuchen, die Weltrekorde zu schlagen. Und das gibt es nahezu fast in allen Klassen, auf nahezu allen Strecken. Und es gibt super viele Fahrzeuge, von Oldtimern bis hin zu 9, bis hin zu LMP-Klassen, bis hin zu GT3, GTE, Hypercar, Go-Karts, Trucks. Also wirklich Unmengen an Fahrzeugen, sowohl historische Fahrzeuge und dazu auch historische Strecken, als auch neue Strecken. Und wenn man sich das so im Ganzen mal anguckt, finde ich 114 Euro dafür ziemlich fair. Dennoch gibt es dabei ein kleines Manko. Der Multiplayer funktioniert leider nicht wirklich sehr gut. Und der ist auch nicht wirklich viel besucht. Ich habe jetzt die letzten Tage mal versucht, ein bisschen Multiplayer zu machen. Und viele Server sind in Australien gehostet, als auch in Amerika. Und ich glaube, so Pi mal Öre konnte man sehen, dass da 100 Leute gefahren sind.
wenn wir es wirklich mit Augen zu und ganz viel Kneifen sehen, es waren, glaube ich, noch ein bisschen weniger. Und für mich wäre natürlich der Vorteil zu sagen, hey, ich fahre mit euch da draußen, ich mache Community-Rennen und krieg so einen Server schon mal voll. Es ist nun leider so, dass der Server, also diese ganze Server-Architektur bzw. Server-Erstellen nicht wirklich sehr, sehr geil ist und noch so ein bisschen ein veraltetes System ist, weshalb ich sage, dafür sind dann 114 Euro wieder zu viel, um einfach nur Zeitrennen zu fahren. Das System dahinter ist unglaublich geil, aber ohne einen funktionierenden Multiplayer in einem Online-Sim, möchte ich mal sagen, performt das denn doch wieder nicht so gut für 114 Euro. Falls du dir das jetzt irgendwie im Summer Sale snackst für einen schmalen Taler und du kriegst den Season Pass dazu, um alles mit dabei zu haben, ist das total geil. Wirklich. Aber nicht für den vollen Preis, weil da finde ich das ein bisschen, ist es denn doch ein bisschen dünn. Dennoch soll wohl demnächst ein Patch rauskommen, wo das ein bisschen gefixt ist. Ich habe auch schon von Boris von LFM gehört, dass sie da auch relativ hinterher sind, weil da sind natürlich viele Strecken mit dabei, die wir alle gerne fahren, sowas wie Daytona oder wie zum Beispiel die Nordschleife oder Indianapolis, Road America, Road Atlanta. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Strecken dabei, als auch zu fahren. Und das halt auch im Multiplayer. Das heißt, wenn der Multiplayer da ist, würde ich sagen, Automobilista ist wirklich eine sehr, sehr schöne und auch sehr solide Konkurrenz zu beispielsweise iRacing, die natürlich die Strecken auch alle anbieten. Ne? iRacing ist natürlich aber der Vorteil, du kannst ja rund um die Uhr gegen andere Leute fahren. Das hast du jetzt in Automobilista natürlich nicht, weil die so ein System nicht einbauen. Also was kann man jetzt am Ende zu Automobilista sagen? Ist geil, macht Spaß. Also ich habe die P1-Klasse beispielsweise am ersten Tag ausprobiert und bin sehr, sehr viel Daytona gefahren und habe da Chapeau, glücklicherweise den Weltrekord aufgestellt. Dazu gibt es auch noch ein Video, das kannst du dir dann hier mal ansehen. Und ich bin jetzt ein bisschen Karts gefahren, um einfach mal das auszuprobieren. Da bin ich auch ein paar alte Autos gefahren, wo ich sage, das ist nichts für meinen Bleifuß, aber sie waren da und es war schön. Ich bin Nordschleife gefahren. Ich habe mir auch Spa ein bisschen angeguckt. Das war schön. Das Force Feedback ist, ja, ich habe mich mal so ein bisschen erkundigt und ein bisschen ein paar Sachen ausprobiert aus dem Internet, was die Settings angeht. Das ist grundsolide. Mir fehlen so ein paar Details da drin. Also sowas wie in der Strecke, wenn da irgendwelche Schlaglöcher drin sind, die spürte ich jetzt nicht so doll. Als auch beispielsweise die Curbs, die habe ich jetzt auch nicht so doll gespürt. War aber okay zum Fahren. Also vielleicht ist man, dadurch, dass man so viel nur eine Sim fährt, wie jetzt beispielsweise bei mir, Assetto Corsa, ist man ein bisschen verwöhnt oder an gewisse Sachen gewöhnt. Und das fand ich dann bei mir persönlich etwas dünn. Aber ich hatte auch ein paar Menschen aus dem Chat, die mir angeboten haben, hey, wir fahren ein bisschen mehr Automobilista, guck doch da nochmal rein. Und ich werde da auch nochmal weiter testen, ob es eventuell an mir lag oder an den Einstellungen, dass es jetzt nicht so genau war. Und Automobilista, Summer Sale ist demnächst um die Ecke. Ey, probier es aus. Schon alleine für den Zeitfahrmodus, wenn du es günstig snacken kannst. Ist richtig cool. Wir duellieren uns auch gerade so ein bisschen in der Community in Automobilista. Hier und da mal. Also, vielleicht guckst du rein, wenn du hier günstig snacken kannst und lässt mich mal wissen, wie du Automobilista findest. Wie ist dein Eindruck? Was hältst du davon? Und schreib's das mal in die Kommentare und klatsch mir das Ding mal um die Ohren. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass du dir das Video angesehen hast. Drück doch das Däumchen noch, abonnier den Kanal, hämmer die Glocke an und dann sehen wir uns im nächsten Video. Hau rein, bis dann. Tschüss.